Auch im aktuellen Koalitionsstreit tut sich Scholz nicht gerade als Kommunikationsgenie hervor. Es sieht ja gerade folgendermaßen aus. Die Gasumlage ist in der Welt, die Debatte über Entlastungen voll entbrannt. Dem hatte der Bundeskanzler schon am Donnerstag versucht entgegenzuwirken und mittels Fußballhymne versprochen. You'll never walk alone. Ist es nicht beruhigend, eine Regierung zu haben, die in einer Krise mit Fangesängen kommuniziert? Bin gespannt, was da noch kommt. Vielleicht Lindner mit seiner Reform. Ole, ole, wir senken euch die Steuern. Wer viel hat, kann jetzt feiern. Christian Lindner, geile Sau. Aber ernsthaft, reden wir ernsthaft über die Gasumlage. Die Gasumlage hat ja den Sinn, es sollen Firmen gerettet werden. Firmen wie Uniper mit dieser Gasumlage. Uniper hat in der Vergangenheit eine Menge Geld damit verdient, russisches Gas nach Deutschland zu importieren. Das Geschäftsmodell hat jetzt so seine Schwächen. Man hätte vielleicht drauf kommen können, dass das fossile Zeitalter irgendwann ohnehin an ein Ende gerät. Aber Uniper hat das so nicht gesehen. Dafür muss das Unternehmen nun den Preis bezahlen, den ja auch schon andere Unternehmen und Banken zahlen mussten, die aus Doofheit in eine wirtschaftliche Schieflage geraten sind. Sie wurden von der Allgemeinheit gerettet. Und so ist es jetzt auch mit Uniper. Mal wird es mit Steuergeldern getan, mal gibt es eine Gasumlage. Das muss diese Gratis-Mentalität sein, vor der Christian Lindner so gewarnt hat. Wir sind natürlich tatsächlich in einer Zwangslage. Denn wenn der Saftladen pleite geht, dann kommt gar kein Gas mehr an. Viele Stadtwerke hängen daran, dann haben wir ein Riesenproblem. Auf der anderen Seite haben jetzt gerade im Moment immer weniger Menschen Geld, um diese zusätzlichen Kosten zu tragen. Wobei, nein, nicht alle haben weniger. Manche haben jetzt in der Krise kein Geld verloren, sondern sogar richtig, richtig Asche gemacht. Sie gehören nicht dazu, dann sind sie vermutlich kein Energiekonzern. Es gibt Unternehmen, die von den aktuellen Krisen und Kriegen profitieren. Und da kommt ja die Idee einer Übergewinnsteuer ins Spiel. Ich weiß, es ist umstritten und ich will jetzt hier auch keinen Namen nennen, aber man könnte so eine Übergewinnsteuer ja mal in Erwägung ziehen, oder? Vielleicht sogar möglichst Shell. Ich glaube, es wäre realisierbar. Esso. Überlegen Sie mal, Vattenfall, also Vattenglücksfall, das sein könnte für Privathaushalte. Es ist ja tatsächlich so. Während BP seinen Gewinn im Vergleich zum Vorjahr verdreifacht hat, haben Chevron, Exxon und Repsol diesen sogar fast vervierfacht. Auch Shell und Total verdienen mehr als doppelt so viel wie im Jahr zuvor. Wer jetzt vor Wut überkocht, friert wenigstens nicht. Da ist die Überlegung, diese Mehrgewinne der Konzerne zu besteuern, noch nicht ganz absurd. Sagen auch zum Beispiel in dem Fall gewerkschaftsnahe Ökonomen. Aus ökonomischer Sicht wäre es sinnvoll, diese Gewinne nachträglich abzugreifen. Das würde dem Gerechtigkeitsempfinden der Bevölkerung entgegenkommen und es würde aus meiner Sicht auch keine Investitionen begrenzen. Klar, man muss natürlich definieren, was ist eigentlich Übergewinn? Man muss Krisengewinnler unterscheiden von Firmen wie BioNTech, die aufgrund von Innovationen große Gewinne machen. Aber das sollte doch irgendwie möglich sein, oder? Immerhin, verschiedene Formen von Übergewinnsteuern gibt es ja bereits. In Italien zum Beispiel, in Griechenland, Rumänien, Ungarn, sogar im wirtschaftsliberalen Großbritannien. Spanien und Belgien sind gerade dabei, sie einzuführen. In Deutschland sind SPD und Grüne dafür, die FDP ist strikt dagegen. So sagt FDP-Generalsekretär Bijan Djirsaray. Die Einführung einer Übergewinnsteuer wäre das Ende der sozialen Marktwirtschaft und würde dem Land mehr schaden als nutzen. Klar, es wäre nicht sozial und es wäre auch keine Marktwirtschaft, denn der Markt regelt ja alles und der Markt ist auch sozial. Also wenn jemand seine Heizkosten nicht zahlen kann, dann bietet der Markt da auch eine Option. Einfach Shell-Aktien kaufen. Bis Oktober sind die so gestiegen, da hat man die Gasumlage wieder drin. Ich glaube wirklich, viele wohlhabende Menschen in Deutschland verstehen im Moment gar nicht, womit die Armen so ein Problem haben. Es ist doch alles ganz easy. Mir wurde letztens auf YouTube auch so eine Werbung eingespielt, wirkte total seriös. Tanken 100 Liter. Gasheizung 400 Megawatt, Essen kaufen 500 Euro. Du verdienst nur 4.000 netto pro Monat. Das ist zu wenig. Du musst mehr Vermögen generieren, sonst saugt dir die Inflation in ein paar Wochen die Butter aus dem Kühlschrank. Hör dir meine drei einfachen Tricks an und du verdienst noch in den nächsten
30 Sekunden so viel Geld, dass du dir Volkswagen kaufen kannst. Den ganzen Konzern. Erstens, offen sein. Offen sein für Veränderung. Zum Beispiel für die Veränderung, das Vermögen deiner Eltern zu erben. Zweitens, Kapital aufbauen. Das geht am besten, wenn du schon Kapital hast, zum Beispiel von deinen Eltern. Aber Aurelius, so viel Geld heißt ja, dass man so viel Steuern zahlen muss. Sowas höre ich oft. Aber solange die Bundesregierung Politik für uns Reiche macht, kann ich beruhigt schlafen in meinem selbstfahrenden Auto, während es mit 380 über die Autobahn brettert. Geld! Geld! Drittens, besuch mein Seminar und lerne, wie egal Krise sein kann. Nur ein Wort, einfach genial. Ich habe keine Angst mehr vor steigenden Preisen. Ich muss nur sehr viel Geld haben. Seitdem ich vermögend bin, kann ich meine Heizung immer voll aufdrehen. Im August. Ich bin begeistert. Ich bin dafür, dass jeder in eine reiche Familie geboren wird. Das klingt ja total vielversprechend. Wann ist das nächste Seminar? Am Montag. Da muss ich arbeiten. 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 Ein Film von Alex Grantl, Anna Albrecht und Celine Sonnenberg. Die FDP will über eine Übergewinnsteuer gar nicht erst diskutieren. Und in einem Punkt haben Lindner und Co. schon recht. Dass Konzerne an Notlagen verdienen, ist nun wirklich nichts Besonderes. Das ist das Wesen des Kapitalismus. Was selten und knapp ist, wird immer teurer. Eine kleine Flasche Wasser kostet halt im Supermarkt auf dem Land 30 Cent. Im Bahnhof Berlin, wo alle Durst haben, 3 Euro. Klar. FFP2-Masken wurden am Anfang der Pandemie für 10 Euro das Stück verkauft. Waren die das wert? Nein, aber sie waren gefragt. In unserem System wird alles, was knapp ist, teurer. Also außer der Arbeitskraft von Krankenpflegerinnen und Erziehern. Natürlich, aber das ist was anderes, denn die fördern ja kein Öl. Die FDP hat eigene Ideen, wie die Bürgerinnen und Bürger entlastet werden können, und zwar durch eine Steuerreform. Es soll eine Steuerreform sein, die die kalte Progression beseitigt. Kalte Progression klingt immer so ein bisschen nach Krankheit. Oh, ich war bei der Hausärztin, ich dachte schon, ich hätte die kalte Progression. War aber zum Glück nur ein Mittelstandsbauch. Kalte Progression bedeutet, um das mal plastisch klarzumachen, konkretes Beispiel. Wenn man das Gefühl hat, man verdient zu wenig, dann geht man zum Chef und sagt, Tach du Honk, ich glaube, ich verdiene zu wenig. Und der sagt, glaube ich nicht, aber egal, ich erhöhe Ihnen mal das Gehalt. Soweit so realistisch. Jetzt ist aber die Gehaltserhöhung oft niedriger als die Inflation. Außerdem rutscht man durch die Gehaltserhöhung womöglich in eine noch höhere Steuerstufe, sodass von der Gehaltserhöhung kaum noch was übrig bleibt. Das ist Mist. Mehr Netto vom Brutto, das ist ja grundsätzlich eine wunderbare Idee. Allerdings gilt hier auch das altbekannte FDP-Prinzip. Mehr Netto vom Brutto, vor allem für Besserverdiener. Eine alleinerziehende Mutter mit Geringverdienerjob würde durch Lindners Vorschlag um die 100 Euro sparen. Ein Paar ohne Kinder, das zusammen über 100.000 Euro verdient, würde wohl 600 bis über 1.000 Euro sparen. Lindner rechnet aber vor, Menschen, die im Jahr 100.000 Euro verdienen, die werden ja nur um 1,5% entlastet. Und Menschen, die 15.000 Euro verdienen, die viel weniger haben, die werden um 10% entlastet. Das stimmt. Aber in absoluten Zahlen haben die mit den 15.000 Euro am Ende trotzdem weniger mehr im Portemonnaie. Und leider ist die Währung in Deutschland immer noch Euro und nicht Prozente. Versuchen Sie mal einen Bäcker zu finden, bei der ein Brötchen einfach 3% kostet. 3% von dem, was Sie an Bargeld im Portemonnaie haben. Die Kriminalpolizei warnt, immer mehr Menschen werden Opfer von Abo-Fallen im Internet. Damit Ihnen das nicht passiert, sollten Sie allzeit gut informiert sein. Am besten abonnieren Sie heute noch den Extra 3-Kanal. Und hier geht es gleich zum nächsten Video. Bitte lachen Sie vorsichtig.